Ja, hallo, noch geht es so. Ich begrüße euch heute mal aus diesem kleinen Loch inmitten meiner Anlage, wo ja vielleicht im nächsten Jahr auch eine Drehscheibe wieder stehen werden könnte, sag ich mal vorsichtig. Ich komme hier mit meinem zweiten Baubericht des Jahres raus und möchte euch kurz vorstellen, was ihr zu erwarten habt. Ich freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt und interessiert daran seid, ja, meinen Baubericht hier weiter zu verfolgen. Zunächst zeige ich euch, was an drei Punkten an meiner Anlage sich leicht oder stärker auch verändert hat. Dann stelle ich noch kurz eine weitere Dampflok vor, ganz kurz nur, weil die eigentlich schon bekannt sein wird, die neu in meinen Fahrpark hineingekommen ist. Und zu guter Letzt, da hatte ich ja auch dran erinnern wollen, 70 Jahre F-Zug, ein neuer F-Zug wird auch gezeigt werden. Der Gambrinus in der frühen Zeit der F-Züge, der von 1951 an auch gefahren ist. Lasst euch überraschen, ich wünsche euch viel Spaß. Ich starte den kleinen Bericht über die Ausgestaltung dieser kleinen Burgecke, mal aus einer neuen und anderen Perspektive. Wir gehen etwas näher an den Arkadenbogen ran und lassen dann ja das Ganze etwas aufsteigen. Hier ist zu sehen, wie ich diesen Berg ja gestaltet habe. Das ist Gips, den ich selber mit quasi per Hand noch entsprechend zusammen ja, geformt habe. Ganz oben, da gehen wir schon mal hoch, steht die neue Burg. Das ist noch ein Modell aus der Produktion von Manfred Luft, das ich hier unter der Platte hatte und jetzt zusammengebaut und auch schon ja, fast fertig gefärbt habe. Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen näher ran. Ich gehe weiter hier in die Kurve und zeige eben halt, wie sich diese Bergstrukturen weiterentwickeln sollen. Dann hier hinten rechts wird noch was angeschlossen werden. Hier sieht man eine kleine Schlucht. Da ist dann auch schon eine Brücke gebaut. Aber das schauen wir uns auch gleich nochmal alles etwas mehr aus der Nähe an. Und dann erläutere ich doch, wie das hier so weitergehen soll. So, ich bin jetzt etwas höher. Hier ist jetzt also die Burg nochmal zu sehen. Ich schaue mal, wie gut wir hier nah rangehen können. Das wird man selbstverständlich von der vorderen Ansicht nicht so im Detail sehen können. Aber ich glaube, diese Ausrichtung ist insgesamt schon ganz gut, sodass man aus den verschiedenen Perspektiven doch recht viel, also die quasi, wenn man vor der Anlage steht, zu sehen sein werden, von dieser Burg sehen kann. Ich bin gespannt, wie ihr mit dieser bisherigen farblichen Gestaltung so zufrieden seid. Es wird nochmal Hand angelegt werden an diesem Bereich, definitiv, was auch an die Farbgestaltung der Burg, die ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber sie ist schon nah dran am Finish. Die beiden Bäume stehen da erstmal nur so provisorisch, die habe ich mal vor ein paar Jahren selbst gestaltet, aus einem ja, Bauprogramm, sag ich mal, von Miniatursilhouette. Die sind ein wenig sozusagen nicht mehr ganz in Form, müssen dann auch wieder reingebracht werden. Aber ich glaube, hier für den Hintergrund sind die auch ganz gut geeignet, mindestens. Ja, dann gehen wir nochmal in eine andere Perspektive und ich zeige dir nochmal oder berichte nochmal, was ich hier mit dieser Ecke auch insgesamt vorhabe. So sieht's also da aus, wenn wir davor stehen. Ich fliege doch mal kurz hier zur angedeuteten Brücke. Die ist noch lange nicht fertig. Das Problem ist, und ich versuche das mal zu zeigen, dass man, also dass ich in diesem Fall hier immer wieder auch ja nicht diese Elemente auseinandernehmen kann. Das sind also drei Bergelemente, die auch alle einzeln sozusagen konstruiert sind, damit ich hier auch zur Not, wenn da hinten mal was entgleist, auch noch einigermaßen gut rankommen kann. Wobei ich bislang da auch noch nicht so sehr viele Schwierigkeiten hatte. Wie das so weiter vorzustellen ist, hier quasi ist erstmal quasi dieser Übergang über die Schlucht. Dann geht da ein kleines Stück auf die nächste Steilkante zu. Da wird eine Wiese hinkommen, auch noch mit ein bisschen Baumbewuchs. Und dann weiß ich noch nicht ganz genau, wie es da hochgehen soll, ob ich die Wiese stärker ansteigen lasse oder ob ich dann noch eine, ja, eine Wegkonstruktion nach oben lege. Das wird sich dann noch zeigen. Hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, wie ich das insgesamt gemacht habe. Hier sind jetzt zwei Styrodurplatten mit Heißkleber aufeinander geklebt und dann habe ich die Fronten entsprechend versucht
als Feld zu gestalten. Die farbliche Behandlung wird bestimmt jetzt noch die ganze nächste Woche dauern. Und bis dieser Berg hier sozusagen allein die Fronten fertig sein werden, bin ich bestimmt noch 3 bis 4 Wochen beschäftigt, weil die Farbschichten, die aufgetragen werden, immer erst gut durchtrocknen müssen. Und dann kann die nächste Farbe aufgetragen werden. Und dann geht es auch erst an die Durchgestaltung mit Begrünungsmomenten und Elementen. Ja, nicht, also das ist jetzt hier aktuell die Kurve. Ich gehe nochmal rein oder ein Stück zurück, dass ihr besser sehen könnt, wie es aussieht. So zeigt sich das jetzt aktuell. Und was ich schon verraten kann, der Berg oben drüber soll definitiv nicht vom grauen Basaltstein oder so ähnlich ja, oder danach aussehen, sondern hier werde ich mir andere Farben oder hier habe ich mir andere Farben überlegt. Lasst euch auch da überraschen, wenn beim nächsten Baubericht das Farbkonzept hier auch zu erkennen sein werden wird, wie es dann aussieht. Ja, dann habe ich hier am Portal, diesem Tunnelportal, noch weitergearbeitet und ja, mich um die Begrünung des eingeschotterten ja, Gleises gekümmert. Das Ganze ist jetzt hier auch noch nicht 100% fertig, gar keine Frage. Vor allem die farbliche Behandlung oder Nachbehandlung des Schotters, die steht auch noch aus. Aber so sieht es jetzt erstmal aus, wenn man quasi die linke Seite der Einfahrt ins Portal sich anschaut. Ich denke, da ist der Übergang zu diesem kleinen Fichtenwäldchen schon ganz, ja, ansehnlich. So will ich es mal formulieren. Dann habe ich auch noch hier an diesem Bauernhofensemble weitergearbeitet und wollte da auf jeden Fall diesen kleinen Hühnerhaufen, die hier auch beweglich sind, ich schalte es mal ein, haben, also einen kleinen Gag sozusagen oder ein kleines Gadget. Habe hier auch noch ein kleines Fahrrad sozusagen aus Lasercut zusammengebaut. Das kann man nicht so richtig sehen, aber einigermaßen schon, war nicht ganz so einfach. Das ist hier natürlich noch provisorisch, muss noch richtig eingepflegt werden. Und dann wird es auch wieder anders aussehen. Eigentlich sollte es erstmal ein bisschen näher an den Bauernhof rücken, aber habe ich festgestellt, es kommt doch viel zu dicht an die Straße. Ich denke, hier geht das jetzt so. Dann habe ich überlegt, was kann man denn da in die Lücke stellen? Also dort hätte eigentlich der Hühnerhaufen zunächst hinkommen sollen. Da bin ich noch durch Zufall auf diese alte Scheune aus dem Fallerangebot. Das Angebot ist in den 60er Jahren produziert worden, bis in die Mitte der 70er Jahre hinein. Habe ich auf eBay gefunden und mir dort besorgt. Das passt, glaube ich, ganz gut dahin. Auch das Gebäude wird noch ein wenig weiter behandelt werden. Ein bisschen begrünt, ein bisschen vermoost vielleicht. Was mir da so noch einfallen werden wird. Das ist ein Punkt, der hier auf jeden Fall das Ganze nochmal ja, ein Stück weit verändert hat. Und dann kann man noch weiter hinten was sehen. Schauen wir mal, wie ich das einfange. Und wie das geht, ich schalte es mal ein. Man kann es zumindest schon hören. Ein Schmied verrichtet seine Arbeit. Dahinter ist die Schmiedeesse zu sehen, die jetzt noch nicht befeuert ist, ein bisschen untypisch vielleicht für den Kontext. Aber auch da warte ich noch auf was, was das dann noch ein bisschen effektvoller vielleicht aussehen lassen könnte. Und wenn das kommt, wird es auch nochmal installiert und gezeigt werden. Na, das richtig gut einzufangen ist jetzt nicht so einfach. Ich halte mal einfach weiter drauf. Zoom mal ein bisschen ran. Ja, nicht, also das ist jetzt hier insgesamt noch hinzugekommen. Ich schau mal, dass ich dort die Perspektive noch ein bisschen ändere, dass ihr noch ein bisschen genauer sehen könnt, wie es aus verschiedenen Sichten aussieht. Ja, ich denke, so geht das insgesamt. Die Entfernung zur Straße ist eigentlich groß genug. Und falls mal ein Auto verunglückt, was ja auch vorkommen kann, ja, dann gibt es eben halt ein bisschen Hühnerfrikassee, um das mal so zu formulieren. Ja, das sind also die Neuigkeiten hier von diesem Bauernhof-Modul.
Es hat eine weitere Dampflok den Weg auf meine Anlage geschafft. Ich lasse aber jetzt erstmal das etwas ältere Modell starten. Ja, was soll man dazu sagen? Zu diesem digitalen Rauchgenerator am besten ein bisschen Stein halten und lieber schweigen. Jetzt gehen wir mal hier zu diesem Modell. Hier ist ein analoger Rauchgenerator verbaut und ihr seht, es qualmt und qualmt und qualmt. Das ist die zweite 78er von Märklin, die Epoche 3 Version. Ansonsten unterscheidet sie sich nicht von der anderen Lok, die ich euch vorgestellt habe. Hier hat sie einen kleinen Nahverkehrszug am Haken, ich denke einigermaßen epochengerecht, und fährt jetzt hier ganz kurz ein Stück geradeaus. Das wollte ich euch doch nicht vorenthalten. Also es lohnt sich definitiv eher in diese Loks einen analogen Rauchgenerator einzubauen. Und der ist eben nicht frisch befüllt, sondern hat schon eine Weile gequalmt und qualmt da hinten noch schön weiter vor sich her. Wir lassen jetzt nochmal die andere Lok auch fahren. Wollen wir und gucken mal, was sich da so ergibt. Definitiv nicht so ansehnlich. So, das soll der Eindruck gewesen sein. Und damit gehe ich zum nächsten Thema über. Da kommt nun 70 Jahre F-Zug, einer der ganz frühen F-Züge, angefahren. Der Gambrinus, gezogen von der Fleischmann 39. Ein kurzer, leichter F-Zug, der zunächst von Frankfurt nach Dortmund fuhr, ein Jahr später aber schon verlängert wurde von München bis Dortmund und dann schließlich bis Kiel weitergeführt wurde und damit die längste Laufstrecke eines F-Zuges hatte. Die Waggons, die sind von Roco. Ich denke, hier ist das Licht ein wenig besser. Es wird noch ein weiterer Waggon folgen, den habe ich gerade noch gefunden und geordert. Aber in dieser Kurzvariante ist der Zug definitiv auch in der Anfangszeit gefahren. Ich lasse ihn nochmal zurückkommen, auch wenn das vielleicht ein bisschen untypisch ist. Also gerade wenn man die Anlagengröße hat, die meine Anlage hier hat, sind diese F-Züge definitiv eine feine Sache. Die bringen Farbe auf die Anlage. Das sind schöne Waggons der alten Zeit. Und was noch zu ergänzen wäre, es ist schon eher untypisch, eine Dampflok für den Gambrinus zu packen. Allgemein, vor allen Dingen ab Mitte der 50er, 56, 57er Jahre, ist dieser Zug überwiegend von V200ern, E18ern, E17ern und vielleicht mal eine 3810, die kurzen Stück von Kiel nach Hamburg, gezogen worden.
Und damit verabschiede ich mich für heute von euch, wünsche euch noch viel Freude. Kommt gut in den Frühling rein, macht das Beste aus der aktuellen Zeit. Ich sage Tschüss, euer Rapsch63 und ich hoffe, wir sehen uns wieder und dann hoffentlich auch wieder im Vorwärtsgang. Tschüssi!